Wir haben Predigtreihen, die ich begonnen habe, und ich habe mich sehr, sehr intensiv vor dem Herrn damit beschäftigt, welches Thema ich heute predigen soll, was heute besonders wichtig ist. Und mir ist wichtig geworden, ich kann absolut nicht an dem vorbeigehen, was gerade geschieht. Der Glaube ist verbunden mit dem Leben. Der Herr Jesus Christus, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und hat Knechtsgestalt angenommen, ist den Menschen ähnlich geworden, ist hierher zu uns gekommen in diese Welt, um mitten im Leben den Menschen zu begegnen, zu helfen, zu predigen, aufzurichten. Und es ist auch unsere Aufgabe, wir können nicht an dem, was um uns herum geschieht, einfach achtlos vorbeigehen. Und so möchte ich heute etwas einschieben, und zwar eine Predigt: Was sagt uns die Flutkatastrophe? Ihr wisst, wir sind ja auch sehr verbunden mit lieben Geschwistern in Rheinland-Pfalz, mit lieben Geschwistern am Rhein entlang, in dieser Höhe und in ähnlichen Gebieten. Und es sind ja dort auch sehr intensiv Gebiete betroffen von dieser Not. Und so möchte ich als Eingang zitieren einiges, weniges aus der Presse. Das sogenannte Tief Bernd hat in Deutschland eine beispiellose Katastrophe ausgelöst. Durch enormen Starkregen sind Regionen überschwemmt und völlig verwüstet worden. Besonders betroffen sind Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Viele Menschen gelten als vermisst. Mehr als 130 Tote und immer noch Dutzende Vermisste. Das sind die verheerenden Folgen des Unwetters, das den Westen Deutschlands massiv getroffen hat. Überschwemmungen haben zu heftigen Verwüstungen geführt. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Im Einsatz gegen die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz riskieren viele Einsatzkräfte ihr Leben. Bei Rettungseinsätzen starben auch Feuerwehrleute. Die Neue Zürcher Zeitung der Schweiz schreibt: Die Fragen nach der Verantwortung, die deutschen Politikern jetzt gestellt werden sollten, sind deshalb auch Fragen nach geeigneten Warnsystemen vor Sturzfluten für die Bevölkerung gefährdeter Gebiete. Es sind Fragen nach nötigen baulichen Maßnahmen zum Ableiten großer Regenmengen und zum Schutz von Siedlungsgebieten vor Überschwemmungen. Es sind Fragen der Raumplanung, welche die Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Regionen sinnvoll steuern sollte. Und auch wir sind ja in so einer Region, und wir können Gott von ganzem Herzen danken, dass bei uns die Deiche gehalten haben. So selbstverständlich ist das alles nicht. Das ist ein großer Dank an Gott. Und wer beispielsweise in der Wolfsgrube sich auskennt, an einem der Giebel in der Wolfsgrube, an den großen Gebäuden, ist noch eingezeichnet der Hochwasserstand vor etlichen Jahrzehnten, der das dort erreicht hatte. Und dank Gottes Gnade, dank Gottes Eingreifen und dank guter baulicher Maßnahmen konnten wir eben das jetzt im Moment überstehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Fürbitte leisten für die Menschen, die betroffen sind, und dass wir auch praktische Hilfe geben. Als der Herr Jesus Christus gefragt wurde: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Dann sagte der Herr Jesus, er antwortete denen, die ihn gefragt hatten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber, er meint das weitere Gebot, ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und auch der Galaterbrief sagt: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Und in Jakobus 2, Vers 8 wird es sogar das königliche Gesetz genannt. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Und so möchten wir heute zum einen jetzt Fürbitte tun für die gesamte Situation und zum anderen werden wir die Kollekte vom heutigen Tag verwenden, dass sie der Hilfe in solchen Katastrophengebieten gegeben wird. Wir werden da sicherlich auch christliche Organisationen finden, die den Menschen vor Ort helfen und wollen das dann so weiterleiten. Darum lasst uns zuerst aufstehen zum Gebet und die Freiheit haben und die Zeit nehmen, in Fürbitte einzutreten für all das Geschehen und anzubeten unseren Vater in den Himmel, dass er Gnade schenkt. Wer es gesundheitlich kann, bitte ich aufzustehen. Und ihr habt alle Freiheit zum Gebet, wie ihr möchtet. Es können auch ganz kurze, einfache Gebete von Herzen sein. Lieber Vater, wir kommen zu dir im Gebet und natürlich sind wir voller Dank, dass du uns hier bewahrt hast, aus lauter Gnade. Aber wir wollen nicht so egoistisch sein, nur an uns zu denken. Wir möchten ganz herzlich bitten für all die Menschen, die betroffen sind, die Angehörige verloren haben, die Existenzen verloren haben, wo Häuser zerstört wurden, wo viel, viel Schlimmes geschehen ist, dass du sie bitte segnest und zu dir rufen lässt und dass sie dir begegnen, lieber Herr, und ihre Herzen nicht verhärten, sondern sich öffnen für dich, lieber Herr. Und wir danken dir, dass du auch Zeichen setzt mit all dem und rufst zu dir und zeigst uns, wie vergänglich das Irdische ist und wie viel wichtiger das Himmlische, Ewige ist. Wir beten dich an und wir geben dir die Ehre und wir bitten dich, leite uns recht, lieber Herr, und stärke uns und all diese Menschen, die dort jetzt Hilfe leisten, die Sicherheitskräfte, die Feuerwehrmänner, lieber Herr, das technische Hilfswerk, das Rote Kreuz, Ärzte, Schwestern, die Armee, die mit Panzern Hilfestellung gibt und Straßen räumt. Herr, wir bitten dich, dass du ihnen allen beistehst und dass aus den Trümmern alle Menschen gerettet werden, die noch zu retten sind, und bitte keine weiteren Toten mehr entstehen. Wir bitten dich, dass du zu uns redest, lieber Herr, und uns zeigst deinen Weg zu deiner Ehre und Verherrlichung. Und dass es Umkehr gibt zu dir, lieber Herr. Ein Aufwachen gibt, dich zu suchen und deine Wege zu gehen und deine Gebote zu achten und zu halten. Wir preisen dich, wir beten dich an und wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Danke, dass du uns im Herrn Jesus Christus Rettung gesendet hast, Hilfe gibst und beistehst. Dir sei Lobpreis und Dank in Ewigkeit. Amen. Amen. Wenn wir all das sehen, dann ist das sehr bewegend. Und je näher man damit verbunden ist, umso mehr. Und Gott sei von Herzen Dank, dass eure Verwandten überleben konnten in alledem, auch wenn viel Schaden angerichtet wurde. Wenn so etwas geschieht, sollte man immer fragen nach den Ursachen, damit es sich nicht wiederholt. So ist es auch im Leben. Jede Krise, die eintrifft, ist eine Chance, etwas zu verändern zum Guten, damit sich die Krise nicht wiederholt. Und wir schauen auf das Ganze und was ich leider vermisse, ist, dass geistliche Fragen gestellt werden. Denn es ist ja so, und dafür sind wir auch im Gottesdienst, um Gottes Willen zu erkennen und ihm in Liebe zu dienen, dass alles Geschehen in der sichtbaren Welt Ursachen hat in der unsichtbaren Welt. Dass unser Gott und Vater der allmächtige, gnädige, liebende Gott ist, der aber natürlich auch heilig ist und immer wieder darauf hinweist, dass wir auf uns vorbereiten für die Ewigkeit, dass wir leben in einer Art und Weise, dass wir zum ewigen Leben eingehen in dem Herrn Jesus. Und die Bibel beschreibt an super vielen Stellen, dass Sünde
in das Leben der Menschen eingreift und letztendlich auch Naturkatastrophen hervorruft. Dass Gottes Reden auch zum Heil ist, zur Umkehr, zur Buße der Menschen. Und wie sollte man anders, als bei solchen Bildern in solchen Tagen an die Sintflut zurückzudenken? Ein Gericht Gottes über die Sünde der Menschheit damals. Und wir schauen in 1. Mose 6 und ich lese einmal ab Vers 1. 1. Mose 6 ab Vers 1. Und auch hier sehen wir den Zusammenhang zwischen der Sünde der Menschheit und beginnenden Naturkatastrophen. Und hier heißt es, und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, das waren also gefallene Engel, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, da sprach Gott, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen, die Nephilim, die Titanen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die sogenannten Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und Gott sah, dass die Bosheit des Menschen auf Erden groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens böse den ganzen Tag über. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und jetzt könnte man ja sagen, all das war lange bevor der Herr Jesus kam. Und deshalb ist das so heute nicht mehr gültig. Und wir wissen, im Herrn Jesus Christus gibt es ein riesen Gnadenangebot von Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der Herr Jesus, er ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben und hat mit seinem Blut bezahlt für die Sünde von einem jeden von uns. Und doch, auch der Herr Jesus hat davor gewarnt, dass es in der Zukunft wieder eine Zeit geben wird, die ähnlich den Tagen Noahs ist. Es ist also brandaktuell. Wir können nicht sagen, durch Jesus Christus ist das alles aufgelöst, sondern genau er hat davor gewarnt, dass, wenn er in der Herrlichkeit beim Vater sein wird, wieder eine Zeit kommen wird, wo die Menschen Gott verneinen und gegen seine Gebote leben, und es eine Zeit kommen wird, ähnlich den Tagen Noahs, auch wenn die Sintflut nie wieder über die ganze Erde gleichzeitig gehen wird. Und so lesen wir in Lukas 17 ab Vers 26, ein Beispiel möchte ich geben aus dem Neuen Testament. Hier heißt es, und wie es in den Tagen Noahs geschah, seht ihr, hier ist ein ganz genauer Bezug dazu, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Wir finden hier Dinge, die an und für sich ein Segen sind. Wir bitten um das tägliche Brot und wir danken Gott, wenn wir essen können. Eingeschlossen auch Trinkwasser und Getränke. Es ist etwas Wunderschönes, wenn man zur Ehre Gottes in Liebe den Bund der Ehe eingeht und heiratet. Aber was hier das Problem ist, die Menschen, sie treten sich alle um diese Dinge und nicht um Gott und nicht um seine Gebote. Und sie achteten auf alles, was ihr Leben betrifft, aber das, was Gottes Wille war, war ihnen egal. Ja, sie negierten ihn, und es ist erschreckend, wenn wir jetzt in die Zeitungen und überall hinschauen und es gibt im Prinzip niemand, der auf die Sünde im Volk hinweist, obwohl das so deutlich ist, dass wir umkehren müssen, um Buße zu tun.
Was soll Gott bitte noch tun? Müssen erst alle Schleusen brechen, damit Menschen beginnen aufzuwachen? Das Angebot des Herrn, es ist so groß. In seiner Liebe gab Jesus Christus sein Leben und sein Blut am Kreuz auf Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt und liebt uns bis heute, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und er sagt uns zu, wenn wir seine Wege gehen, wir brauchen uns nicht zu sorgen um das Essen, um das Trinken. Er sorgt, dass gute, gesunde Familien entstehen. Es ist sein Wille, uns zu helfen in all diesen Dingen, wie wir in Matthäus 6 lesen. Ich zitiere aus Vers 27, und das ist ja die Bergpredigt, die Grundsatzpredigt unseres Herrn Jesus Christus mit allen Grundlagen zum Leben in seinem Königreich. Also man kann sagen, eine Wurzelpredigt, aus der heraus wir unser Glaubensleben aufbauen können. Und hier nimmt er uns die Sorgen. Er sagt ab Matthäus 6, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine einzige Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Ja. Und ein Bild hat mich schon wirklich getroffen, das muss ich sagen. Ja. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, da hat es eine ganze Bundesstraße so schnell überspült, dass alle Autos im Prinzip, ja, also wenn man da gefahren wäre, zack, alles unter Wasser. Wie schnell kann unser Leben zu Ende gehen? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und an der Hand des Herrn Jesus in eine wohlbehütete Ewigkeit gehen, der Herrlichkeit bei Gott und nicht in die Verdammnis in Ewigkeit, weil unsere Sünden keine Vergebung haben. Jesus Christus bietet es jedem an, zu ihm zu kommen. Und wir haben hier diese wunderbaren Worte extra auch an die Wände geschrieben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja? Und Gott spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Bibel sagt, wer da will, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Lebe ein Leben für Gott und braucht sich nicht zu sorgen. Und Jesus, er führt das dann weiter aus, sorgt euch auch nicht um die Kleidung, schaut die Lilien auf dem Feld an, wunderschöne Blumen, die uns umgeben, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, spinnen nicht. Gott kleidet das Gras auf dem Feld so, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird. Sollte er das nicht noch viel mehr für euch tun, die ihr oft kleinen Glauben habt? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Ungläubigen. Und ihr habt es gehört, genau die Tage Noahs, ja. Also man trachtet danach, was muss ich einkaufen, ja, und all diese Dinge, diese irdischen, vergänglichen Dinge. Und an und für sich, es hat seinen Stellenwert, aber man achtet nicht auf Gott, ja. Und wie krass finden wir das teilweise, wenn ich in die Weihnachtszeit schaue, wie da manchmal alle rennen in alle Geschäfte, alle sind dabei, irgendwelche Geschenke zu kaufen, und wenn man das in Liebe für andere tut, ist es ja etwas Gutes, aber wer denkt an Gott? Wer betet zu dem Herrn? Wer dankt, dass er seinen Sohn gesendet hat in diese Welt? Wer erfasst, was es eigentlich bedeutet, dass wir zum Beispiel diesen Tag feiern können? Und das Gleiche nehmen wir die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus, ja. Das sind so viele Feiertage, damit wir Gott danken können, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und nicht, dass die Familien dann Ostereier suchen und das war's, versteht ihr? Das ist im Prinzip Gott ins Gesicht schlagen, wenn solche Kleinigkeiten im Mittelpunkt stehen und das Wesen wird nicht beachtet. Nach dem allen trachten die Ungläubigen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir müssen uns nicht sorgen um den Alltag. Wir wollen beten, wir wollen vor dem Herrn leben, wir wollen fleißig sein nach dem Maß unserer Kraft und er wird alles andere hinzutun. Nach seinem Reich zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Willen, nach der Rettung von Menschen für die Ewigkeit. Das ist das Ziel unseres Lebens. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja? Und auch wenn wir solche Bilder sehen, wer wirklich versöhnt ist mit Gott, lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Der braucht sich nicht zu fürchten vor dem morgigen Tag. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, das Leben zu prüfen, wo wir Buße tun müssen, sollen, wo es wichtig ist. Geschwister, das ist ganz ernst. Das muss in der Gemeinde beginnen und dann durchs ganze Land gehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wie schnell geht das, dass man in diesen Geist der Tage Noahs kommt und all die weltlichen Dinge sind zeitlich und kräftemäßig und vom Herzen her plötzlich wichtiger als der Herr. Da lasst uns unbedingt zurückgehen zu dem Herrn. Er hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz auf Golgatha. Er ist der Retter, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Aus ihm leben wir, aus ihm sind wir und er soll den ersten Platz in unserem Leben haben. Jesus Christus zur Ehre Gottes. Und dann ist es ganz wichtig zu erfassen. Zunächst demütig zu sein, wir sind nicht besser. Wir haben jetzt ganz viel Gnade erlebt. Ich habe so gebetet, ich habe die halbe Nacht nicht schlafen können. Da ist mir erst bewusst geworden, wir hätten alle vor 2-3 Wochen hier völlig zerstört sein können. Wisst ihr das? Wir hatten ein Erdbeben hier. Und dieses Erdbeben war nicht umsonst. Weil die Menschen in ihrer völligen Losgelöstheit von Gott überhaupt nichts mehr beachten. Da sollen irgendwelche Energien umgestellt werden, da werden Tiefenbohrungen gemacht in einem Erdbebengebiet, wo sich nachgewiesenerweise im Rheingraben Erdschollen miteinander reiben können. Da machen die Tiefenbohrungen nur, damit sie ihre politischen Programme durchkriegen, obwohl sie gewarnt werden. Und wie viele Menschen haben hier diese vielen Aufkleber gehabt? Bitte keine Tiefenbohrungen, auf nichts wird gehört, ja. Und ich habe an dem Tag noch gebremst und ich habe gesagt, Leute, das ist noch nicht bewiesen und so. Ich habe das nachgelesen, das sagen jetzt selbst die Wissenschaftler, sagen ganz klar, dieses Erdbeben hing mit dem zusammen. Wisst ihr, wie wir Gott danken können? Das hat doch richtig, richtig gebebt, wer das erlebt hat. Wenn das ein bisschen stärker ist, das ist überhaupt kein Unterschied bei solchen gewaltigen Kräften, ja, das ist, da wäre hier alles nur noch Schutt und Asche. Wir sind nicht besser. Wir brauchen alle genauso die Gnade von Gott. Und es ist wichtig zu erfassen, Gericht gibt es nicht nur individuell. Wenn ein Mensch schwer sündigt, kann es sein, und er tut nicht Buße, dass ihn die Sünden einholen. Wir finden das beim reichen Mann und armen Lazarus, der unbarmherzig ist, der reiche Mann, und dann in die Hölle kommt in der Heiligen Schrift. Oder bei Judas Ischariot, der sich sehr schwer versündigt und dann einen ganz schlimmen Tod hat. Sondern, und das ist ganz wichtig, das müssen wir den Menschen auch sagen, diese ganz normalen biblischen Zusammenhänge müssen wieder bewusst werden. Es gibt nicht nur Gerichte über einzelne Menschen, sondern es gibt auch Gerichte über Städte zum Beispiel. Wenn in deiner Stadt gesündigt wird, und wir als Christen nicht dagegen auftreten, im Gebet und im Handeln unter Gottes Leitung, dann machen wir uns mitschuldig an der Sünde, die geschieht. Denkt an Sodom und Gomorra, ja? Da sind Gerichte gekommen über diese beiden Städte wegen der Sünde in diesen beiden Städten.
Und Abraham, er trat in den Riss, er betete, er flehte zu Gott, Herr, sei ihnen gnädig. Und am Ende kam es dazu, dass sie herausgerettet wurden aus diesem Gericht. Und so gibt es auch Gerichte über ganze Völker. Ja. Es gibt auch Gerichte über ganze Völker. Ihr findet zum Beispiel die Deportation Israels in der Bibel. Sie hatten gesündigt, immer wieder gegen Gott, immer wieder. Und Gott hatte sie immer wieder gewarnt. Ja. Und sie haben nicht gehört. Sie haben gesagt, Gott ist schon mit uns. Ja. Ich würde mal übersetzen auf heute, wir sind ja ein christliches Land. Ja. Und dann kam das Unglück. Und Feinde brachen ein und sie wurden weggeführt nach Babylon. Oder es gibt auch Gerichte über die ganze Erde. Und da ist eben die Sintflut, Weltkriege und die bevorstehende große Trübsal. Und es ist ganz wichtig, Psalm 90, Vers 12, zum Heil, nicht zur Angst. Nochmal, wir können in Jesus völlig geborgen leben, ohne Sorge mit der Zukunft, geborgen in ihm, gereinigt. Aber lasst uns dazu durchdringen, dass wir vollkommenen Frieden mit Gott haben, dass wir wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Ich habe ewiges Leben in Gott. Ich lebe für ihn und ich lebe die Liebe zum Nächsten. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und noch einmal, ohne mit dem Finger zu zeigen, ein jeder beginne bei sich selbst, den Balken wegzunehmen vor dem eigenen Auge, bevor wir den Splitter im Auge des anderen antasten. Aber es muss wirklich, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir als Gläubige hinweisen auf extreme Sünden in unserem Volk, damit sie aufhören. Das ist unsere Aufgabe und wir dürfen nicht zu feige sein und uns da zurückhalten und die Menschen in ihren Sünden untergehen lassen. Und das bewegt mich ja sehr. Was sind die Kernsünden in unserem Volk? Und eine davon aus Gebet, wirklich aus Gebet, noch einmal, das sind die Abtreibungen, die Ermordung von Babys in jedem Jahr. Das geht einfach gar nicht. Leben ist von Gott und geht wieder zu Gott. Die Babys sind hilflos, die sind alleine, die haben niemanden, der sie schützt, versteht ihr? Der nächste Mensch ist die Mutti, auf den sie sich verlassen, gefühlsmäßig. Und wenn man das liest, 2012 gerundet 107.000 Tote, 2013 103.000 Tote, 2014 100.000 Tote, 2015 100.000, 2016 99.000, 17 101.000, 18 101.000, 2019 101.000, 2020 100.000 ermordete Babys. Und wenn man es genauer macht und wer sich da noch näher auskennt, es gibt ja dann noch neben der Beratung in anerkannten Beratungsstellen, wo eben also Menschenrechtsorganisationen, ich habe das nachgelesen, nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da passiert, gibt es ja die medizinische und kriminologische Indikation, aber die betrifft nur 4%. 4% sind das nur. Und bei 96%, und hier geht es um Leben, ja, das sind 1 Million Menschen in 10 Jahren, die ermordet werden. Und ihr müsst ja mal sehen, das ist ja nicht nur eine Person. Das Kind muss ja von jemand gezeugt worden sein, ein Mann dazu, zur Frau. Und da gibt es ja immer auch Familien und Freunde und Angehörige und so. Ja. Und was ist uns alles wichtiger, dass diese Babys umgebracht werden? Versteht ihr? Was ist da anders als in den Tagen Noahs? Es ist so schön, es gibt Vergebung in Jesus Christus, und zwar vollständige Vergebung in Jesus Christus, eine vollständige Freiheit von allen Sünden der Vergangenheit, wenn wir ihn um Vergebung bitten, und die Möglichkeit zum völlig neuen Leben.
Und wer richtig gläubig an der Hand des Herrn Jesus lebt, wird sicher die Babys auch im Himmel wiedersehen. Aber das rechtfertigt keinen Mord. Ich darf nicht zum Mörder werden, weil eine Sünde geschieht, darf man nicht immer noch die schlimmere Sünde machen. Und ich klammere jetzt mal diese 4% aus. Und zum Beispiel Aktion Lebensrecht für alle sagt dann, die Abtreibungsstatistik dokumentiert das Versagen des Staats beim Schutz des ungeborenen Lebens. Aber wir können das nicht von uns weisen. Jeder hat Verantwortung. Jeder hat Verantwortung. Und jetzt im ersten Quartal 2021, da sind es schon wieder 24.600 ermordete Babys. Nur von Januar bis März, ja. Grundgerechnet ist das die Zahl aller Corona-Toten mit und direkt durch Corona im letzten Jahr. Müssten also alle Zeitungen voll sein, das Fernsehen müsste Tag und Nacht davon berichten, alle müssten auf die Straße gehen und müssten sich dagegen wehren. So sind die Verhältnisse in unserem Land. Ja. Und diese Ignoranz und Brutalität entspricht genau den Tagen Noahs. Darauf weist uns die Flutkatastrophe hin. Wer Menschenblut vergießt, so war der Bund mit Noah. Der Regenbogen, das Angebot des Friedens, all das. Und dann aber eine Ausnahme. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Rechtssystem. Weil Gott nicht wollte, dass Mord und Totschlag sich ausbreiten. Denn steht hier, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wer die Würde des Menschen durch brutalen Mord antastet, dessen eigene Würde ist zerstört. Und das können wir nur im Blute Jesu Christi wieder aufrichten und herrichten. Und hier ließe sich jetzt so vieles weiteres sagen. Ich habe jetzt nur die erste Sache genannt. Eines, was wir uns nochmal anschauen werden bei Gelegenheit. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und an dem anderen nicht denken, ihn verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Und wir haben heute eine Situation, wo alle Bereiche des Lebens, vom Privaten über die Wirtschaft, über die Medien, über das Gesundheitswesen, über die Presse, das Fernsehen, die Politik. Alles jagt zuerst dem Geld nach. Alles jagt zuerst dem Geld nach. Und wir können jetzt Dinge nennen. Da weiß man ja auch nicht mehr, was man zu sagen soll. Ich habe das sicher gelesen. Das war genau jetzt vor dieser Katastrophe, ja. 53 Millionen Euro verdienen Bundestagsabgeordnete nebenher, neben ihrer Arbeit. Ich habe nicht ein Zehntel Verantwortung von dem, was so ein Mensch hat. Lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Ich bin gar nicht in der Lage, all meine Verpflichtungen wahrzunehmen. Versteht ihr? Wenn ich meine Aufgaben ernst nehme, das ist alles so viel, das ist gar nicht möglich. Wie können die, wenn sie Verantwortung haben, für ein ganzes Land noch Zeit für irgendwas anderes haben und dann geht es wieder ums Geld. Versteht ihr? Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das fängt ganz unten an. Wo sind Menschen, die anders sind? Es sind nur noch ganz wenige. Noah war so einer. Noah war anders. Noah hat auf Gott gehört. Ich wollte das jetzt aus Zeitgründen überspringen. Ich möchte es aber trotzdem noch andeuten. Die nächste Gefahr, die wir haben, es hat eine Gesetzesänderung gegeben bezüglich Suizid in Deutschland. Und das ist alles parallel, das müssen wir beachten, wenn solche Dinge geschehen. Und am 26. Februar 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, das nennt sich immer so schön menschlich, jeder Mensch hat grundsätzlich ein Recht darauf, selbstbestimmt zu sterben.
das Ergebnis ist von dem Ganzen, dass jetzt professionell psychologisch geschulte Organisationen, Vereine und Verbände auf alte Leute zugehen können und können ihnen praktisch raten, sich das Leben zu nehmen und dann vielleicht sogar noch am Organhandel verdienen, der damit verbunden ist und ähnliches. Und es ist jetzt, wird jetzt weitergeführt, man will in Zukunft die Ärzte verpflichten, dass sie bei solchen Dingen sich nicht versagen dürfen. Also zum Beispiel solche Medikamente zu geben, wenn die Leute das wünschen und so. Obwohl die Bibel ganz klar sagt, das Leben kommt von Gott, das Leben ist von Gott, das Leben ist in Gottes Hand, es ist Gottes Eigentum. Und da kommt jetzt dazu, dass beschlossen wurde, dass ausländische Pflegekräfte Mindestlohn bekommen müssen. Das klingt erstmal sehr gut. Da gibt es sicher auch Einzelfälle, wo man schlecht behandelt hat. Aber was sich dahinter wirklich verbirgt, ist, dass in Zukunft eine ausländische Pflegekraft etwa 3.000 Euro im Monat aufwärts kostet und sich das kein normaler Mensch mehr leisten kann. Und dann ein enormer Druck für die alten Menschen entsteht, dass es doch besser wäre, wenn sie gar nicht mehr da sind. Weil ja niemand die Pflege bezahlen kann und man will finanziell nicht die Kinder ruinieren und so weiter und so fort. Und in das hinein kommt die Gesetzgebung, dass dann Profis, ich sag's nochmal, ausgebildete Profis, dann beraten dürfen, sie sollen sich doch das Leben nehmen. Das ist die neue Gesetzeslage in Deutschland und dann gibt es plötzlich Überschwemmung, Flutkatastrophen. Die Bibel sagt, Epheser 6 zitiert das in Vers 2 und 3, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Möge der Herr uns ganz viel Gnade schenken. Ich bin so froh, dass ich gerettet bin. Ich bin so froh, dass ich Vergebung habe. Ich bin froh, dass Jesus bei mir ist und bei einem jeden, der ihm sein Leben anvertraut und geschenkt hat, dass er uns Wege führen wird, dass er uns helfen wird, dass ich keine Angst haben brauche vor der Zukunft. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, stärkt unseren Glauben und er geht uns voran. Und so wollen wir leben wie Noah. Hebräer 11, Vers 7 beschreibt das, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil, er verkündigte die Wahrheit und er hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Lasst uns ein Segen sein in dieser Welt, eine Hilfe sein für alle Menschen, die in der Gefahr sind, sich zu versündigen. Lasst uns auf den Herrn schauen und ihm entgegengehen. Er ist treu und er führt die Seinen sicher an seiner Hand. In Jesu Namen. Amen. Lieber Vater in den Himmeln, wir kommen zu dir und wir danken dir für dein heiliges Wort. Du bist heilig, lieber Herr. Du thronst über den Lobgesängen deines Volkes. Du liebst uns, du hast uns deinen Sohn gegeben. Und du möchtest nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und noch einmal bitten wir dich ganz herzlich um Gnade und um Vergebung. Für alle Sünde, lieber Herr, in unserem Leben, aber auch für alle Menschen um uns herum, Herr. Sei uns gnädig, sei ihnen gnädig, lieber Herr, und hilf uns, dein Wort weiterzugeben. Hilf uns, lieber Herr, die Wahrheit zu verkündigen. Hilf uns, in Liebe zu leben und deine Liebe weiterzugeben. Wir preisen dich, lieber Herr, und wir beten dich an. So sehr hast du die Welt geliebt, lieber Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, gegeben hast,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So wollen wir beten, das Vater unser von Herzen und dir damit alles darbringen, lieber Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir unter deiner Gnade gehen dürfen. Und wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten um deinen Segen für uns, die wir hier versammelt sind, für unsere Familien und Häuser, für alle Geschwister der Gemeinde, aber weit darüber hinaus, für all die Menschen, mit denen wir verbunden sind, für unsere Städte, für unsere Dörfer, lieber Herr, und für ganzes Land Deutschland, lieber Herr, schenke deinen Segen, deine Hilfe, schenke Erweckung, ein Rufen zu dir, lieber Herr, ein Öffnen der Augen. Schenke Gnade, Herr Jesus, dass viele dir begegnen, sich retten lassen, lieber Herr, und dir zur Ehre leben. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 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 Eine reich gesegnete Woche von Herzen. Alles Gute.